guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wünsche erfüllen, Geschenke machen, eine schöne, aber je nachdem auch eine hektische Zeit. Darum ein Tipp für alle, die noch nicht wissen, was schenken, die noch eine Idee haben sollten. Schauen Sie doch einfach bei Coop rein, dort finden Sie sicher, was Sie suchen. Es hat alles, was man sich zum Spielen kann wünschen und träumen. Für den Wintersport bekannte Marken und modisches Zubehör. Fernsehen, Hi-Fi und Video für jedes Budget. Haushalthelfer, die noch mehr Freude beim Kochen machen. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Anregungen geben können. Weitere Ideen zum Schenken finden Sie natürlich hier im Coop-Warenhaus. Es sollen Leute geben, die wirklich alles schon haben. Und für die ist das dort gedacht. Es ist der populäre Städte-Weekend-Geschenkkoffer. Der Koffer ist ausgestattet mit vollständigen Reiseunterlagen nach Paris, Rom oder London. Und ich bin sicher, mit dem Popularis Geschenkkoffer gelingt Ihnen die Überraschung. Nach dem Einkaufsbummel ist eine Suppe zur Nacht ideal. Es gibt wenig zu tun und alles, was Sie brauchen, gibt es ja sowieso bei Coop. Knorr-Büttelsuppe, abwechslungsreich und immer wieder fein. Dann der Tom Jean-Louis Valdarf, der mildwürzige Weichkäse aus der Romandie. Oder der Philadelphia Doppelrahm Frischkäse, wo sich auch gut als Brotaufstrich eignet. Ja, und trotz der praktischen Suppe zur Nacht kommt es jetzt doch noch, weil wir wissen, dass viele von Ihnen jeden Mittwoch darauf warten, das Coop-Rezept dieser Woche. Aus den sonnigen Mittelmeerländern sind die süßen, kernlosen Clementinen bei uns angekommen. Man kann damit auch eine herrliche Torte machen. Mit dem Wallholz, die Beurre fein zerstoßen, mit Anke, Puderzucker und Eiweiß mischen. Diese Masse in eine eingefettete Springform füllen und 5 bis 7 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. In der Zwischenzeit eine Creme machen aus Blanc Battu, einem Eigelb, Zucker, Salz, Gelatine, Schlagrahm und natürlich den filetierten, halbierten Clementinen-Schnitzli. Diese Masse schön verteilen und dann zum Erkalten 3 bis 4 Stunden in den Eiskasten stellen. Vor dem Servieren die Torte dann mit den restlichen Clementinen-Schnitzli garnieren. Ist das nicht eine prima Dessert-Idee für unser Weihnachtsmenü? Probieren Sie es doch aus. Das Rezeptstudio in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! So viel aus dem Coop-Geschenkstudio. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und zeigen Ihnen jetzt noch ein paar interessante Coop-Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Quickschäufeli per Kilo statt 23,50 nur 18,50. Coop Bohnenkaffee Jubilor 500 Gramm statt 6,50 nur 5,50. Mondial Fruchtkonserven, Bieren, Pfirsich, Cocktailfrüchte und Ananas 60 Gramm günstiger. Schlagbare Halbram, der Becher an 1,8 Deziliter statt 1,95 nur 1,65. Eine Boxentasche 3 Vollwaschmittel 5 Kilo plus ein halbes Kilo gratis statt 18,90 nur 15,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Ananas per Stück nur 2,80. Ein Kiwi für nur 40 Rappen. Und Avocados per Stück nur 1 Franken. Auf Wiedersehen!